Wünschte glauben. Hab ich dir gesagt, du kannst die Uhr danach stellen, du wirst beide. Das Klavier über mir, das macht mich noch verrückt. Das Klavier über mir, ist das, was mich betrübt. Da oben, der spielt Großmutter, ich bin mit den Erben runter. Nein, nein, es ist ein Haus, ich halte das Ding aus. Viel bessere Idee. Ich kaufe mir ein Schlagzeug. Ich zieh drüber. Den machen wir fertig. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Kamera Nummer 62. Mal was ganz anderes. Ich schlage am Dienstag die Zeitung auf und wen sehe ich? Meine hochverehrte Erika Schirmer. Es gibt Dinge, die kann man gar nicht oft genug sagen. Eine ganze Seite, Seite 3. Jetzt endlich tritt dieses Lied wieder seinen Siegeszug um die Welt an. Und wir schauen noch mal kurz rein. Steimles Welt war als einer der ersten bei ihr. Man hatte sie fast vergessen. Sie hatte nämlich dieses wunderbare Lied geschrieben und am 1. September, am Weltfriedenstag 2015, waren wir bei Erika Schirmer. Gucken Sie bitte rein. Und alles, guck mal, hier hat jemand Hausordnung gemacht. Alles picobello. Guten Tag. Ich bin der Herr Steimle, liebe Frau Schirmer. Wussten Sie, dass wir kommen? Ich habe Sie nicht erwartet. Kommen Sie rein. Gottes Willen. Oh Gott. So, bitte rein. Ja. Latschen aus? Ach, woher? Okay, danke. Ich bin doch keine Mohammedaner. Nein, weil doch heute Weltfriedenstag ist. Ja, ja, ja. Und wir alle haben doch dieses wunderschöne Lied gelernt. Ja, hoffentlich. Ja. Dann setzen Sie sich erstmal hin. Ja, genau. Sie sind ja hier die Chefin. Danke, dass Sie uns überhaupt reingelassen haben, Mensch. So. Und wenn ich fragen darf, wie sind Sie denn damals auf die Idee gekommen? Das haben Sie doch alles gelesen. Ja, aber die Leute doch nicht, die Fernsehzuschauer wissen doch nicht. Es gibt doch auch viele Junge. Wissen Sie, das ist ja das schöne Verbindende hier auch beim Fernsehen, dass wir auch junge Leute mitnehmen. Ja, ja. Und die das also dann es ist also 49 entstanden, 48 habe ich angefangen, meine ersten Kinderlieder zu schreiben. Ja. Und habe die beim Verlag Volk und Wissen, hieß das damals, und Neue Erziehung und dann die Kindergärtnerin, hat sich ja immer wieder noch verändert. Da habe ich eingeschickt und siehe da, die wurden veröffentlicht. Unglaublich. Das erste war ein Winterlied. Ja. Ja. Naja, und dann im März ist das gewesen, 49, da habe ich dieses Lied geschrieben. Und zwar habe ich das erste Plakat gesehen von Picasso. Genau. Dahinter. Ja. Und da habe ich die Taube gesehen. Und ich meine, das war ja 1949 ein ganz erstaunlicher Anblick bei den Trümmern gerade hier in Nordhausen, alles kaputt. Und die Taube, die hat mir so gut gefallen. Und dann im Nu war der Text da, ich habe es gesungen, meine Kinder haben es gelernt, meine Erzieher haben das dann mitgenommen. Und so ist das weggegangen. Dann habe ich das mal eingeschickt, wurde sofort veröffentlicht. Mhm. Naja, und dann habe ich aber überhaupt nichts mehr dazu getan. Nein. Das Lied ist alleine geflogen. Ja. Liebe Frau Schirmer, wenn ich fragen darf, was... Sagen Sie mal, woher kommt mir Ihr Gesicht bekannt vor? Das weiß ich nicht. Ich bin manchmal in Nordhausen. Mir ist es, als hätte ich Sie schon irgendwo gesehen. Gut, weiter im Text. Ja, ja. Ja. Wenn Sie sagen, Sie spielen das manchmal auf Ihrem Keyboard... Könnten wir das vielleicht sogar noch mal hören? Dass Sie ich soll mein Lied singen? Nun? Nein. Nein. Mit 90 nicht mehr. Okay, okay. Das, ich glaube, das verstehen Sie. Oder, ansonsten, oder Sie spielen und ich singe. Ich habe ja die erste Strophe auf jeden Fall noch im Kopf. Ja, das können wir machen. Hä? Also, wenn ich mir das wünschen dürfte zum Weltfriedenstag, das wäre herrlich. Ja, hören Sie mal. Dann würden Sie mich glücklich machen. Dann machen Sie mir eine große Freude. Das machen wir. Herrlich. Ja? Danke. Wollen wir das Keyboard hier rüberholen? Na, gerne, nur freilich machen wir das. Thank you.
Sie es mit, ja? Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land. Allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohl bekannt. Fliege übers große Wasser, fliege Berg und Tal. Bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal. Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück. Kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück. Ich finde das wunderschön. Ich habe diesen Beitrag auch deshalb nochmal rausgekramt, weil ich weiß noch, dass wir damals, das war gerade der Beginn der Flüchtlingswelle, die hier über unser Land hereinbrach. Sie wissen, das Erste, wohin man schaut, ist, wenn ein Krieg beginnt, wohin gehen die Flüchtlinge? Ja, also so viel zur humanitären Maßnahme. Deutschland liefert die Waffen in die ganze Welt und wundert sich das, wenn nicht alle erschossen und umgebracht wurden, dass sie auch hierher kommen. Ja. Ich sage immer, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und wer Kriege sät, erntet Flüchtlingsströme. Insofern noch viel mehr Waffen in die Ukraine, immerhin. Und wir wollten schon damals beim MDR ein Zeichen setzen. Wir, das war der Micha Seidel und ich. Und wir sind in unsere Redaktion gegangen und haben vorgeschlagen, Mensch, es wäre doch angebracht, wenn man diese wunderbare Erika Schirmer ehren würde mit einer goldenen Henne. Wie kommst du denn jetzt darauf? Na, Entschuldigung, aber die Frau ist für den Frieden eingetreten. Es gibt nichts Edleres, Vernünftigeres als für den Frieden. Ja, aber das ist so lastig, so DDR. Ich sage, pass mal auf, ich nenne den Namen des Redakteurs jetzt nicht. Wenn diese Frau dort vorne auftritt und wir singen gemeinsam in dieser Halle mit den 5000 Leuten, die damals in der Messe drinne waren, die kleine weiße Friedenstaube, dann ist das gerade auch ein ganz anderes Zeichen aus dem Osten, als dass wir immer hier nur als Rechte bezeichnet werden. Ausgerechnet wir im Osten als Rechte, die mit der Muttermilch aufgesogen bekommen haben, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Wir werden hingestellt schon damals als Rechte. Das ist die Unverschämtheit. Ja, und da hat er gesagt, naja, das können wir nie machen. Und die nächsten Jahre haben wir es dann versucht nochmal. Und zwar wollten wir dem Kai Pflaume, der hat die Sendung moderiert, ich sage, ist die live? Ja. Und da habe ich gesagt, weißt du was, dann machen wir Folgendes. Wir gehen dann dort vor und ruppen dem Kai Pflaume das Mikro aus der Hand und singen gemeinsam diese kleine weiße Friedenstaube. Was denkst du, wie viele das mitsingen? Und was das für ein Zeichen ist? Wir sind nie wieder eingeladen worden. Wichtig ist immer, wer wann, zu welchem Zeitpunkt für den Frieden eintritt. Wenn das Marianne Rosenberg singt, was ich ganz toll finde, ist das in der Zeitung natürlich der Sächsischen so eine Spalte wert. Wenn wir das machen, die hier leben, nee, den muss man doch eher als rechts verordnen. Wie kann der da vom Frieden singen? Und das ist genau das, wo ihr denkt, liebe Zeitungsmenschen und Fernsehmacher. Ja, die Leute bezahlen ja ihre eigene Gehirnwäsche und ihr denkt, sie merken es nicht. Sie merken es. Und ihr merkt es auch. Am Ende der Sendung habe ich noch eine kleine Überraschung für Sie. Da habe ich mich gestern eine Stunde hingesetzt und das rausgesucht und ich habe es gefunden. Von Erika Schirmer einen Brief, den sie mir geschrieben hat. Den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Bitte bleiben Sie bis zum Schluss der Sendung dran. Bleiben Sie dran. Es gibt kein Bier auf Hawaii und nächstes Jahr garantiert keinen Senf mehr, den wir dazugeben können. Ist das nicht großartig, oder? Nein, es ist kein Quatsch. Du kannst dir die Dinge ja nicht ausdenken. Das ist letzten Endes auch der Beweis, dass die BRD eben doch schlimmer ist als die DDR. Ich sag's Ihnen, bitte sich zu erinnern, wie war's? Selbst noch 89. Aber der Dreigangmenü? Bockwurst, Pappe, Senf. Viergangmenü mit Semmel.
Jetzt wurde angekündigt, dass es sein kann, dass im nächsten Jahr es keinen Senf mehr in den Regalen gibt. Die Leute horten jetzt schon, weil man muss Senfsaat anbauen in Deutschland. Das war ja bisher nicht möglich. Das brauchte man dann nur in der Ukraine bestellen. Unsere Senfsaat ging in der Ukraine auf. Ganz groß, oder? Ja, wenn es dann keinen baut. Ich spreche den Buchstaben nicht aus. Ich spreche ihn nicht mehr aus, weil das könnte 3 Jahre baut bedeuten. Ja. Ja, ja, für den Auberer von Ost. Oder demnächst wird es ja auch nicht mehr heißen, dass nur noch DF. Ja. Das DF. Deutsches Fernsehen, naja, das würde ja stimmen. Wenn es nur denn so wäre. Ne? Es ist kein Uckerschlecken, was es hier geben wird. Und ganz begeistert war ich, das hat mir unglaublich gefallen. Ich bin in die Kaufhalle gegangen, um mal zu gucken, ob dort der Irrsinn schon Einhug gehalten hat. Und tatsächlich unten die Buchstabensuppe. Also die Beutel, die waren alle offen. Und da habe ich die Fachkraft gesehen, unten im Regal, kniend, und hat die ganzen Buchstaben, also rausgeräumt bis auf den letzten. Das ist verantwortungsvoll. So müssen wir umgehen. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ein Land, welches Buchstaben verbietet. Ich meine, gut, der Russe frisst kleine Kinder, aber das hier, das ist ja natürlich nochmal der Oberhammer, oder? Leute, Leute, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Aber ich beginne mich wohl zu fühlen. Doch, ich kenne das irgendwoher. Also, so war es ja kurz vorm Ende auch, oder? Und damit muss man sagen, der Vergleich, den haben nur wir Ossis. Wir kennen beide Systeme. Und deswegen fühle ich mich wohl dort, wo sie jetzt in der BRD hinwollen, nämlich zur diktatorischen Demokratie. Da waren wir schon. Das heißt, wir kommen aus der Ukunft. Und das hier ist die Uckerange. Wir haben jetzt auch nochmal nachbestellt und Sie können sicher sein, wir schaffen das, alle Bestellungen abzuarbeiten. Für manche ist der Reichstagsbrand auch das neue Osterwasser. Ja? Und apropos Ostern, Moment, wir machen gleich weiter. Aber ich möchte Ihnen nicht vergessen zu empfehlen, Osterbrote. Ist das nicht herrlich? Hat mir extra meine Bäckerei des Vertrauens, Sie wissen, Bäckerei Gocht in Dresden-Drachau, Leipziger Straße, ich glaube 178 oder 198, wurscht, Sie fahren hin, der hat wunderbare Osterbrote, Mandel oder Rosine. Ja, ich kann es Ihnen nur empfehlen, es ist kein aufgedauter Stollen. Es ist wirklich neu gebacken. Bäckerei Gocht, Osterbrote. Ich finde es ja großartig, wie das Volk hier in Schach gehalten wird, oder? Wie sie ständig berieseln. Ja, das hört gar nicht auf. 2 Jahre Corona, da waren wir schon geschwächt. Ne? Jetzt, wo die Inzidenzen explodieren, machen wir alles auf. Ja, und wehe, Sie zweifeln daran. Um Gottes Willen, Sie könnten ja Querdenker sein oder Klardenker. Klar wie Klößbrühe, genau. Ja, erst 2 Jahre Corona, jetzt der Krieg. Und als nächstes kommt die große Dürre. Nee, die große Dürre sehe ich noch nie. Ich sehe im Moment nur die kleine Dicke. Ja, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt in Moskau? Hä? Das war der erste Auftritt nach Maß. Mein Baerbock ist wieder im Ausland. Mein Baerbock ist over the sea. Was sollen da die Leute von uns denken? Oh, come back, my Baerbock, to me. Come back, come back, my Baerbock, to me. Vom Ausland, da bleib weg. Sonst kann ich da nirgends mehr hin. Grenzen willst du eingerissen, denn jeder soll überall sein. Die Regenbogenfahne zu hissen, willst du in den Kreml hinein? Oh, come back, my Baerbock, to me, vom Ausland. Da bleib weg, sonst kann ich da nirgends mehr hin. Am grünen Wesen geimpft und genesen,
So ein braves Volk sind wir dir. Du brauchst gar nicht zu den Chinesen. Mensch, Mädchen, bleib einfach ganz hier. Come back, come back, come back, my Bärbock, to me, vom Ausland, da bleib weg, sonst fahr ich dann nirgends mehr hin. You say the best, when you say nothing at all. Das Netz ist der Speicher, knack, 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 knack. Und wer grün wählt, wählt den Sieg. Knack, 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 knack. So, und ich, hoch, es wird nämlich langsam kühl, die drehen langsam das Erdgas ab hier unten. Ja. Ich werde jetzt für Sie ein Osterpaket schnüren und hoffe, dass viele davon Gebrauch machen werden. Einmal natürlich Zeitgeist, los geht's! Fertig geschnitten, komplett für Sie. Das ist, wie soll man sagen, das wird Ihr Herz erreichen und Sie haben nur gute Laune, wenn Sie das hören. Wir dürfen uns nicht runterziehen lassen. Es wird noch alles gut. Und dazu das Buch Die aktuelle Kamera als Osterbäckel. Ich freue mich, wenn Sie es erwerben würden. Danke. Und was war noch die Woche los? Sie haben es doch gleich am Montag mitbekommen. Die Einweihung des Tesla-Werkes. Jawohl. Gut, es gibt Probleme mit der Grundwasserabsenkung, aber es geht doch um E-Autos und da ist doch eh alles egal. In der Lausitz übrigens muss Mitte des Jahres das Braunkohlerevier schließen wegen Absenkung vom Grundwasser. Ja. Naja, und unser Habeck, was hat er gesagt bei der Einweihung? Ich bin stolz darauf, dass es gelungen ist, in so kurzer Zeit ein Werk hochzuziehen, auch ohne Baugenehmigung. Das sagt ein Minister. Wenn Sie Ihre kleine Garage auf dem Grundstück, da kommen die mit Google geguckt, was denken Sie, was Sie da bezahlen? Aber hier sagt Robert Habeck und im Namen des Grünen Reiches ist alles erlaubt. Andererseits, wenn wir jetzt alle frieren um die Wette, erreichen wir vielleicht doch noch die Klimaziele. Ja? Wunderbar. Und wie er sich verbeugte, hä? Unser Robert, also bis auf den Fußboden hat er im Staub gelegen vor den Scheichen. Unser Paladin, einen Bückling vor den Menschenschlechtern, Frauenverachtern, das war alles gar kein Problem mehr. Man nennt ihn ja schon in Fachkreisen, unseren Robert Habeck, der neue Wüstenfuchs. Ja, ein Fuchs hat grüne Augen. Und ich muss auch nochmal sagen an der Stelle zum Grundwasserproblem, bitte sich keine Gedanken zu machen, wenn der Fuchs nicht schwimmen kann, ist es Wasser schuld. Hier ist der Brief von der wunderbaren Erika Schirmer, die mir geschrieben hat, lieber Herr Steimle, lieber Uwe, so darf ich doch mit großmütterlicher Zuneigung sagen. Also, ich habe ihr einen Brief geschrieben und habe sie gefragt, ob ich einen Scherenschnitt bekommen darf oder so ein beklebtes Blütenbild, die ist auch darin Meisterin. Und in einem weiteren Brief, und den muss ich Ihnen vorlesen, ich habe wie gesagt eine Stunde gesucht, aber das war mir es wert. Eine Stunde meines Lebens, um vielleicht 80.000 hier im Kanal zu erreichen. Auszug aus einem Brief von Frau Ursula Bartz aus Rochlitz. Hier schreibt sie an die Frau Schirmer. Wegen dem Lied der kleinen weißen Friedhelmstaube. Auf meiner Ferienreise von Rostow bis Moskau legte unser Schiff in Bljosch an. Man führte uns durch das Museum. Und man gab uns den Hinweis, eine ganz besondere Kirche zu besuchen. Auf dem Weg dorthin begegnete uns ein Einwohner in Arbeitskleidung. Vermutlich war er auf dem Weg nach Hause. Und ich fragte noch einmal nach dem Weg. Und sofort fragte er, Niemiecki? Als ich das bejahte, sagte er, ich kann auch durch. Kleine weiße Friedenstaube. Ich war dermaßen berührt, dass ich nur mit Mühe meine Tränen zurückhalten konnte. Wir sagten gemeinsam die erste Strophe auf. Ich wollte singen, brachte aber keinen Ton raus. Auf meine Frage, woher er das Gedicht kenne, sagte er, dass sie es im Deutschunterricht gelernt haben. Es stand doch in ihrem Lesebuch. Danke fürs Zuschauen. Lieder, Märchen und Geschichten, auch ein bunter Blumenstrauß, sind ein Gruß für brave Kinder. Aus dem
Butzemann haut. Am Abend manche Tag, da stimmt die Welt nicht mehr. Irgendetwas ist zerbrochen. Doch muss man sein.